Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich darf Ihnen ca. 45 Minuten lang ein paar Ideen und Gedanken mitteilen. Ich versuche da immer laufend zu berichten. Wir machen sehr viele Experimente, probieren sehr viele Sachen aus mit sehr, sehr vielen Firmen. Einige davon sitzen auch hier im Raum. Auch da möchte ich mich bedanken, dass wir so viel gemeinsam ausprobieren können. Es ist immer wieder schön, in so einer Community aktiv sein zu dürfen. Ja, der Titel meiner Präsentation, wie schon gesagt, Ihre Organisation systematisch, also bewusst systematisch herausfordern, um sie bewusst zu entwickeln, ja, um sie innovationsstark zu machen und überlebensfähig und adaptiv zu machen. Und das als Kernaufgabe einer jeden Organisation. Das ist der Titel. Ich möchte dabei insbesondere auf die Notwendigkeit eingehen, eine Kata-Management-Kultur zu entwickeln. Eine Kultur, in der Veränderung eine Gewohnheit ist, in der Verbesserung eine Selbstverständlichkeit ist, in der jeder jeden Tag durch tägliches Coachen und Üben wissenschaftliches Denken auf jeder Ebene der Organisation auch systematisch übt und gemeinsam auch praktiziert, sodass auch wirklich kollektives Lernen entstehen kann. Viele der Gedanken, der Ralf hat das schon gesagt, das freut mich sehr auch, dass es endlich geklappt hat. Viele der Gedanken, die ich Ihnen in den nächsten Minuten zeigen möchte, können Sie natürlich, wenn Sie das so wollen, auch gerne vertiefen in diesem Buch, was ich mit Mike Rother schreiben durfte. Sie können sich vorstellen, das ist für mich natürlich eine große Ehre, sowas. Da sind 4 Jahre Arbeit reingeflossen, die Ergebnisse vieler Experimente und definitiv sehr viel Liebe. Ja, und wir hoffen sehr, dass es Ihnen hilft, ja, dass es Ihnen bei Ihren Bestrebungen, Ihre Organisation zu entwickeln, auch eine Unterstützung ist. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Das Buch ist jetzt gerade die Woche erschienen. Ja, okay. So, ich habe die Präsentation in 4 Abschnitten gegliedert. Ich habe versucht, die Präsentation ein bisschen breiter zu gestalten. Ich nehme an, hier sind in der Runde, ich weiß es auch, sehr viele Kata-Erfahrene anwesend. Für den werde ich mit Sicherheit ein paar Sachen wiederholen. Deswegen versuche ich da ein paar neue Dinge zu zeigen. Und gleichzeitig nehme ich an, dass hier im Publikum auch ein paar Leute sitzen, die vielleicht erstmal neugierig sind oder interessiert sind an Kata. Und ich hoffe, für die dann auch ein bisschen was dabei zu haben, dass sie, dass jeder was davon hat, also dass für jede Zielgruppe was dabei ist. Ich habe diese 4 Abschnitte meiner Präsentation an 4 Fragen ausgerichtet. Die erste Frage, wieso sind Adaptabilität und Innovation unverzichtbar für das Überleben, für das langfristige Überleben einer jeden Organisation? Dann in der zweiten Frage, im zweiten Abschnitt, wieso benötigen wir sowas wie eine Verbesserungskata, um eine solche Innovationskraft, eine solche Veränderungs-Verbesserungskultur auch zu entwickeln und im Grunde zu entfalten, weil sie ist ja eigentlich latent da. Jeder Mensch ist von sich eigentlich latent kreativ, wenn er im richtigen Umfeld arbeiten darf. Natürlich, wenn wir eine solche Kultur entwickeln wollen, nichts geht ohne Führung. Sie werden das sehen, in der Systematik der Kata ist natürlich eine veränderte Rolle von Führungskräften und Coaches notwendig. Da möchte ich auch ein bisschen weiter eingehen. Und wenn ich Sie vielleicht hoffentlich auch neugierig mache, die nicht schon auf der Reise sind, möchte ich Ihnen zeigen, wie man möglicherweise mit dem Aufbau einer hochmotivierten, wissenschaftlich lernenden, kreativen Organisation anfangen kann. Vor allem ein paar Stolperfallen vielleicht vermeiden. Ein paar Fehler, die wir schon gemacht haben, die brauchen Sie nicht wieder machen. Okay, ich würde gerne mit der ersten Frage natürlich anfangen wollen. Wieso sind Adaptabilität und Innovationskraft unverzichtbar für das Überleben einer jeden Organisation? Und da möchte ich im Grunde 3 Beispiele zeigen. Ich glaube, wir leben gerade in einer unglaublichen Zeit. Also die technologischen Entwicklungen, die gerade laufen, ich glaube, die werden in den nächsten Jahren unser Leben komplett revolutionieren. Wir haben schon was von disruptiver Innovation gerade gehört. Ich glaube, wir stehen wirklich am Anfang von ganz, ganz extremen Innovationen, technologische Durchbrüche, die auf uns zukommen. Ich habe 3 Beispiele gebracht. Ich bin mir sicher, dass es viel, viel mehr gibt. Und auch 3 Videos, die ich Ihnen zeigen möchte. 3 kurze Videos, damit Sie sehen, wovon ich rede und in welchem Kontext unsere Firmen überleben sollten und adaptiv und innovativ sein sollten.
Eins der ersten Beispiele, ich glaube, das wird heute auch nochmal zum Thema angesprochen werden, ist künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist eine Entwicklung, die vor nicht allzu vielen Jahren in den Science-Fiction-Büchern drin vorkam. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so weit weg. Die Rechenleistung, die wir heute erreichen können, ist so hoch. Die Mengen an Sensoren, die wir heute überall verteilen und die Datenmenge, die wir übers Netz sammeln, ist so enorm, dass auf einmal solche emergente Phänomene wie eben eine künstliche Intelligenz möglich werden. Und dass das unser Leben bereits revolutioniert hat, das weiß jeder, der Google verwendet. Also wer von Ihnen verwendet nicht Google? Und wir wissen alle, wie Google unser Leben verändert hat. Ja, also ob sie so viele Online-Dienste, die Google hat. Eine ganz besondere Technik, die jetzt durch künstliche Intelligenz möglich wird, sind vollautonom fahrende Fahrzeuge. Vollautonom fahrende Fahrzeuge. Vollautonom fahrende Fahrzeuge, glauben viele Leute, sind noch weit weg. Sie sind noch weit weg. Und deswegen möchte ich Ihnen ein erstes Video zeigen. Ein erstes Video. Und dieses erste Video, das ist von Tesla. Das ist November letzten Jahres. Das ist ein Model X, was Sie hier sehen. Und ich mache ein bisschen Musik dazu, damit Sie ein bisschen einen Hintergrund haben. Und dieses Model X, was Sie hier sehen, ist ausgestattet mit genau der Technik, die Sie heute standardmäßig in jedem Tesla kaufen. Also das ist ein Tesla, den Sie heute kaufen können. Und jeder Tesla wird nicht als Zubehör, sondern als Standardausstattung mit der Hardware geliefert, die für dieses autonome Fahren notwendig ist. Was Sie hier sehen, ist ein Mitarbeiter von Tesla, der ist durch Gesetz verpflichtet, im Auto zu sitzen. Das ist der einzige Grund, warum da jemand drin sitzt. Er berührt das Lenkrad in keinem Moment, das werden Sie sehen. Und Sie werden auch sehen, wie das Auto auch reagiert auf Fußgänger und so weiter. Das ist Stand der Technik. Das ist nicht irgendwas, was in vielen Jahren erst kommen wird. Nein, das ist Stand der Technik. Jetzt im Juli kommt das Modell 3 von Tesla raus. Da wird es grundsätzlich immer drin sein. Es ist noch nicht freigeschaltet, die Software ist noch nicht freigeschaltet. Also ich selber fahre Tesla und ich fahre vielleicht 5% der Zeit nur noch selber. Ja? Und das ist nicht mein Auto hier, also meins kann das nicht. Trotzdem, man wundert sich, was das Fahrzeug kann. Die Rechenleistung, da ist ein Nvidia-Rechner drin mit einer Rechenleistung von 150 MacBooks. Ja, das, so viel Rechenleistung kriegen wir mit unseren ganzen Hirnen hier im Raum zusammen nicht hin. Ja. Und deswegen eine Sache, die sich viele Leute noch nicht vorstellen können, aber diese Fahrzeuge werden sicherer fahren, als wir Menschen es jemals können würden. Weil so viel Rechenleistung, so viel Aufmerksamkeit wie mit neuen Kameras, das können sie gar nicht hinbekommen. Ja. Hier vielleicht, damit Sie einen Vorgeschmack bekommen, was auf uns zukommt. Hier sehen Sie, das ist Palo Alto in Kalifornien, ne? Also um die Tesla-Zentrale herum. Und hier geht es dann in die Zentrale zurück. Jetzt stellen Sie sich vor, ne? Sie sind in der Stadt unterwegs. Sie wissen, wie das mit der Parkplatzproblematik ist. Es regnet. Sie stehen vor dem Kino. Der Film geht los, aber Sie haben noch keinen Parkplatz gefunden. Okay? Was machen Sie dann? Sie steigen einfach aus. Mir reicht's. Okay? Park dich selber. Ja? Und das Auto sucht selber. Das ist keine Zukunftstechnik. Nein, die gibt's. Die ist da. Warum ist das Ganze nicht freigeschaltet? Das ist das Ganze, was sehr interessant ist. Wir sprechen hier von künstlicher Intelligenz. Und wie genauso wie wir Menschen, künstliche Intelligenz muss trainiert werden. Das heißt, es gibt natürlich die rechtlichen Fragen, die noch zu klären sind. Aber das ganz Interessante ist, Tesla schaltet das Ganze nur nach und nach frei, wie die Systeme lernen. Also auch diese Systeme, künstliche Intelligenz braucht Kata zum Lernen. Das ist auch eine hochinteressante Sache. Okay, ein zweites Beispiel, was ich auch finde, ich habe gesagt, ich habe drei Beispiele von disruptiven Innovationen, die gerade stattfinden, ist in der Raumfahrt. In der Raumfahrt hat sich in 40 Jahren im Grunde nichts Neues ergeben. Ich weiß nicht, was Sie da für Informationen oder wie Sie das betrachten. Vor 40 Jahren waren die Amerikaner in der Lage, Menschen 380.000 Kilometer von der Erde wegzufliegen mit einer Saturn-5-Rakete. Bis vor etwa 10 Jahren konnte die NASA Menschen nur noch höchstens in den Orbit bringen. Das sind 250.
Das war 40 Jahre Fortschritt. So, wie Sie alle wissen, der Space Shuttle fliegt nicht mehr. Die NASA ist nicht mehr in der Lage, einen Menschen in den Raum zu bringen. Also es gab sogar einen Rückschritt dieser staatlichen Organisation. Und auf einmal kommt da eine Firma aus dem Nix, ein Privatunternehmen. Die Firma heißt SpaceX, mit Sicherheit haben Sie davon gehört. Und die Firma SpaceX hat sich vorgenommen, jetzt die Raketentechnik nach 40 Jahren auf eine ganz andere Dimension wiederzubringen. Und vor allem die Kosten von Raketenflügen extrem radikal zu reduzieren. Ja, und da sprechen wir von Kosten von 5% nur noch von dem, was sie aktuell kosten. Also weit über 90%. Ja. Und einer der Tricks dafür ist, dass man die Raketen wiederverwendet. Also stellen Sie sich sowas vor, eine Rakete, die in den Orbit fliegt, setzt sich das Satelliten ab, landet, wird neu aufgetankt, fliegt nochmal. So, alle Raumagenturen, alle Raumfahrtagenturen, ESA, Sputnik, die Chinesen, alle haben das bestenfalls als Zukunftspläne drin gehabt. So, ich habe jetzt ein Video hier dabei, das geht in einer Minute. Schauen Sie sich mal die Entwicklung an im Zeitraffer, 2 Jahre Zeit. 2 Jahre Zeit. Schauen Sie mal, was sich in 2 Jahren getan hat. So, jetzt. Das ist SpaceX natürlich. So, es sind 14 Versuche, 15 Landungsversuche. Schauen Sie mal, was hier passiert. Das Video habe ich jetzt letzte Woche entdeckt. Das ist der allererste Versuch. So wird gelernt. Ja? Das ist der zweite Versuch. Was mir in diesem Video, in dieser Folge gefällt, ist, was für eine Fehlerkultur gibt es in dieser Organisation? Und wie muss der Umgang mit Fehlern sein, damit wir lernen können? Die dritte Landung hat geklappt, die vierte schon wieder nicht. Die 5. Landung, nicht mal das Bild hat geklappt. Schauen Sie mal, wie die Dame reagiert auf die Explosion der Rakete. So, und jetzt geht's los. Zum ersten Mal auf der Drohne gelandet. Ja? Und dann gibt es die 2. Landung. Und Lernen ist iterativ. Wer glaubt, Innovation findet so statt, der wird es leider nicht hinbekommen. Innovation ist ein ständiges Umgehen mit Rückschlägen und noch mehr Rückschlägen. Das gehört einfach dazu. Das muss in die Kultur einer jeden Firma sein, dieses experimentelle, iterative Vorgehen. Oder Innovation kann natürlich nicht stattfinden. So, und jetzt gibt es irgendwo eine Stelle, hier sieht man, übrigens, die letzten 7 Landungen waren alle 7 fehlerfrei. Also die Quote war 10% Erfolgsquote, mittlerweile sind sie bei 100% Erfolgsquote. Ja. Okay, das ist das erste Mal jetzt vor 3 Wochen gewesen, dass eine Rakete zum 2. Mal dieselbe Rakete rausgeflogen ist und wieder gelandet ist. Ja, also ich finde es gigantisch. Ich denke, irgendwann mal in 5 Jahren oder sowas sollte man die Production Systems vielleicht in so ein Orbit-Hotel oder sowas halten. Das wäre doch mal was. Ja? Ich glaube, wir haben eine gute Chance dazu. So, ein drittes Beispiel, diesmal aus Deutschland. Nicht, dass Sie glauben, dass ich immer nur amerikanische Beispiele bringe. Das ist eine Firma aus der Nähe von München in Oberpfaffenhofen. Die haben sich vorgenommen, ein Elektrojet haben sie auch gebaut, der senkrecht starten und fliegen kann. Ja? Und das ist eine deutsche Firma, es wird auf Englisch geredet, aber der junge Mann hier, der das Ganze präsentiert, das sind Elektrojets, so die senkrecht starten. Helium, we are developing the world's first entirely electric vertical takeoff and landing jet. Sieht ein bisschen anders aus. And build a new means of transportation. Although you're working on it every day, you still got these moments where you think, wow, that is something really, really cool that we're doing here, and it just feels amazing to be actually a really big part of that. Ich glaube, Leute wollen Teil sein einer großen Sache. Hören Sie das da raus? Da ist ein Spirit in der Art und Weise, wie er redet. Da ist ein Träumer am Berichten, wie hart es manchmal ist, aber wie inspirierend, an sowas teilhaben zu können. Wir brauchen solche Herausforderungen. So, das ist das erste Mal wohl. So, you have an airplane that takes off vertically, like a helicopter. Können Sie sich das vorstellen, wenn das zum ersten Mal passiert? It accelerates into forward flight and flies with wing-borne lift. And this way it achieves much higher speeds than cars, but also higher speeds so than helicopters. Das soll mit 300 km/h ist es schnell, aber was sehr interessant ist, ist das nächste hier, so was jetzt kommt. Ich glaube, das haben die da gezeigt. 300 km Reichweite, batteriebetrieben. Ja, das sind schon Aussagen. Ja, das ist. Okay. Wunderbar.
Okay. Also Lilium aus, das ist ein Startup, ja, aus Oberpfaffenhofen, sehr interessante Firma. Was mich an diesem dritten Beispiel hier begeistert, ist, dass sich hinter diesen Innovationen hier ein Flugzeug für, also so eine Drohne, halb Drohne, halb Flugzeug, dass sich dahinter eine viel größere disruptive Innovation versteckt. Und das ist die rasante Entwicklung der Batterietechnologie. Batterien haben drei Gegenargumente, die man sich immer wieder anhören muss. Drei. Das erste, sie sind zu teuer. Zweitens, sie sind zu schwer. Drittens, die Energiedichte reicht nicht. So, und jetzt merkt man auf einmal, oh, wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Weil Batterien auf dem Boden zu halten, ist kein Problem. Aber wenn die Batterien es in die Luft schaffen und dann auch noch Strecke schaffen, dann haben wir den Punkt erreicht. Und wir stehen an dem Punkt. Und Tesla mit den Gigafactories arbeitet gerade, die $100 pro Kilowattstunden-Marke zu unterbieten. Die historischen Preise liegen bei 300, die sind gerade dabei, das zu dritteln. Ja, also wir sind womöglich am Anfang dieser typischen S-Kurve, die disruptive Innovationen ganz am Anfang erleben. Und Indizien dafür ist diese unglaubliche Explosion an Elektrofahrzeuge, die überall entstehen. Übrigens rechts, das sind alles Nutzfahrzeuge, das ist eine chinesische Firma, BYD, ja. Die Chinesen haben bis jetzt sich auf externe Partner verlassen, um ihre Autoindustrie aufzubauen. Jetzt die elektrische. Ich weiß nicht, ob sie sie mit uns bauen oder allein. Ne? Gerade, das ist ganz interessant. Das ist ein Siemens-Flugzeug da. John Deere baut Elektrotraktoren. Das ist alles gerade am Entstehen. So, warum zeige ich Ihnen das Ganze? Das zeige ich Ihnen deswegen, weil diese Innovationen ein unglaubliches Potenzial haben, ganz offensichtlich disruptiv zu sein. Das hatten wir heute auch schon gehört. Und damit die Märkte, auf die wir uns bis jetzt immer verlassen konnten, komplett zu verändern. Komplett unsere Märkte, in denen wir hineinproduzieren, zu verändern. Was ist eine disruptive Technologie? Eine disruptive Technologie, so die Definition, ist eine Innovation, die eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung möglicherweise völlig verdrängt. Ja, was soll denn da schlimm daran sein? Also wenn eine veraltete Technik durch eine neue, bessere ersetzt wird, ist es doch nur gut für uns alle. Uns geht es doch nur besser danach. Wir haben mehr Wohlstand, wir haben Zugang zu mehr Möglichkeiten. Es tut der Allgemeinheit ganz gut. Also dass ein altes Produkt durch ein neues ersetzt wird, ist kein Problem. Das Problem entsteht erst dann, wenn etablierte Unternehmen mit veralteten Produkten jetzt erst das Problem durch neue Unternehmen mit neuen Produkten verdrängt werden, dann haben wir erst ein Problem. Wir sollten keine Acht vor Innovation haben. Wir sollten Angst haben vor Innovation außerhalb unserer Firma. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Ja? So, wenn Sie jetzt sich das genau anschauen, die drei Beispiele, warum habe ich es Ihnen gezeigt? Ich hatte eine ganz genaue Absicht dahinter. Und natürlich, was Sie vielleicht beobachtet haben, alle Firmen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind Startups. Und die meisten Firmen, die solche Innovationen zustande bringen, sind leider Startups. Es ist seltenst, dass wirklich etablierte Unternehmen solche radikalen Innovationen machen und auch wagen. Und woran könnte das liegen? Es gibt aber mit Sicherheit mehrere Erklärungen, aber eine, die sehr wahrscheinlich ist, ist in einem Kulturwandel wiederzufinden. Startups sind stets kurz vor dem Untergang. Startups sind immer stets vor der Pleite. Sie sind immer kurz, sie sind in einem ständigen Krisenzustand. Was interessant ist, Startups wollen noch was werden, was sie noch nicht sind. Ja? Und natürlich sind sie stets am Adaptieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aus der Not entstanden. Ja? Und alle Firmen, alle etablierten Unternehmen durchlaufen natürlich, sie beginnen alle als Startups und sie durchlaufen so eine Entwicklung und kommen dann irgendwann mal in einen Punkt, wo sie sich so eine Komfortzone einrichten, wo sie sagen, okay, wir haben jetzt unsere Märkte gefestigt, wir haben unsere Rendite gesichert. Und das ist eigentlich eine Sache, worum wir uns alle natürlich sehnen, nach dieser Stabilität und Komfortzone. Und diese Entwicklung in solche Komfortzonen hinein ist das, was im Grunde zu einer Kulturveränderung führt, die sehr, sehr gefährlich werden kann. Und einer, der sich sehr bewusst war darüber und den ich immer sehr gerne zitiere, ist Henry Ford. Und der hat es auch wirklich persönlich durchgemacht, vor natürlich über 100 Jahren. Ist ja klar, Henry Ford war ein Start-up-Gründer. Man muss sich ja vorstellen, was vor 100 Jahren war, als nur noch Kutschen mit Pferden unterwegs waren und der mit auf einmal Massenfahrzeuge für alle Pferdelose kam. Das war ein Start-up damals. Und Henry Ford hat wirklich diese Entwicklung auch sehr persönlich durchlebt, vom Start-up zum Weltkonzern. Ja? Und er machte sich große Sorge um die Entstehung vermeintlicher Experten.
Er machte sich große Angst vor dieser Entstehung vermeintlicher Experten. Er hat gesagt, es ist ein ganz großes Risiko, dass die Menschen dieser Illusion verfallen. Und er hat Folgendes, das habe ich aus dem Buch versucht zu zitieren, zu übersetzen aus seinem Buch auf Englisch. Keiner unserer Mitarbeiter ist ein Experte, sagte er. Wir müssen leider feststellen, dass es notwendig ist, sich von jedem Mitarbeiter zu trennen, der sich selbst für einen Experte hält, weil niemand, der seine Arbeit wirklich kennt, sich jemals als Experte bezeichnen würde. Ein Mitarbeiter, der seine Arbeit wirklich kennt, sieht immer so vieles, was noch getan werden kann, der immer vorwärts prescht und niemals Zeit damit vergeudet, zu denken, wie gut und effizient er bereits ist. Immer vorwärts denken, immer versuchen, mehr zu tun, erzeugt eine Geisteshaltung, in der nichts mehr unmöglich ist. Ja? Im selben Moment, in dem man in den Geisteszustand des Experten verfällt, wird eine große Anzahl von Dingen schlichtweg unmöglich. Wer überzeugt ist von sich selbst, dass er schon weiß, der hört auf zu lernen. Aber dieses Expertenwissen, das kann man auch wirklich sehen im Friedhof ehemaliger Weltmarktführer. Ja, da gibt es Beispiele ohne Ende von Unternehmen, die an ihrer Expertise, an ihren Kernkompetenzen untergegangen sind. Also diese vermeintlichen Alleinstellungsmerkmale haben die Organisationen davon abgehalten, den Wandel zu erkennen. Ja, und schnell genug zu adaptieren. Grundig und Telefunken mit ihren Röhrenfernseher oder diese ganzen Enzyklopädieverlage, ne, die einfach den Buchdruck als ihre Kernkompetenz und nicht die Wissensvermittlung sahen. Ja, und über Mobiltelefone, die in den Tasten, in der Funktion und Ergonomie der Tasten ihre Kernkompetenz sahen, sind alle nicht mehr unter uns. Ja. Aber ich glaube, man darf niemandem einen Vorwurf machen, das ist nur sehr menschlich. Wir alle haben eine ganz natürliche Tendenz, uns als Experten zu sehen. Das ist ganz normale Sache und ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Das hat was mit unserem unterbewussten Hirn zu tun, wie unser Hirn funktioniert. Das ist nur menschlich und natürlich passiert es im Großen dann auch in unseren Organisationen. Und dass es so ist, dass unser unterbewusstes Hirn auch wirklich uns in solchen Fallen hineinlockt. Das kann man sich einfach testen. Ja, hier ein kleines Beispiel für Sie, ein Experiment. Können Sie diesen Text hier lesen? Ja, Sie werden sagen, ja, Herr Aulinger, also da fehlt die Hälfte des Textes, aber kein Problem, ja, Sie können es lesen. Ja, was steht da? Unser Hirn tendiert dazu, voreilig zu entscheiden. Das ist kein Problem, werden Sie sagen. Ja, da fehlt die halbe Information. Ja, macht nichts, ich kann das trotzdem lesen. Also Sie halten sich für Experte, Sie wissen, was da steht. Ich muss Sie leider enttäuschen, das ist nicht, was da steht. Was da steht, ist nicht, was Sie sehen wollen. Es tut mir furchtbar leid. Das steht da nicht, hat auch nie gestanden. Das ist nur, was Sie sehen wollten. Ihr Unterbewusstsein hat sie im Griff und dieses Unterbewusstsein, was sie im Griff ist, sie sind sich darüber gar nicht bewusst. Wir können die Realität nicht sehen, wie sie ist. Schauen Sie mal, es kommt noch schlimmer. Jetzt machen Sie sich bitte bewusst. Sie werden sagen, ja, Herr Aulinger, das ist aber absoluter Nonsens. Ne? Es tut mir leid, es ist trotzdem die Wahrheit. Sie muss Ihnen nicht gefallen, um wahr zu sein. Auch die Wahrheit, die mir nicht gefällt, darf wahr sein. So, und dieser Nonsens, prägen Sie sich den jetzt ein. Jetzt wissen Sie, wie die Faktenlage ist. Jetzt, wo Sie sie wissen, jetzt, wo Sie sich sicher sein können, das ist, was da steht, sehen Sie also bitte die Dinge, wie sie sind. Willkommen in der Matrix. Willkommen in der Matrix. Das ist übrigens keine neue Erkenntnis. Wir vergessen das immer wieder. Dass wir einfach die Realität, wir haben keine Sensorik für Realität. Ja? Das ist kein neues, das ist ein uraltes Problem. Ne? Als der Sokrates damals vor 2500 Jahren sagte, ich weiß, dass ich nicht weiß und kaum das und mit diesen Gedanken an die Senatoren herangetreten ist, ne? Wurde er prompt zu Tode verurteilt. Das ist keine leichte Kost, dieses Wissenschaftliche, sich selbst stets zu hinterfragen, ist nicht trivial. So, um das zu verstehen, was da passiert, was mir persönlich sehr viel hilft, ist dieses sehr einfache Modell unseres Hirnes, wie unser Hirn funktioniert. Man kann sich unser Hirn so vorstellen, als ob wir zwei Hirne hätten. Ein kreatives, langsames, sehr flexibles Hirn und ein sehr routiniertes, sehr schnelles Hirn. Dieses kreative Hirn, ja, das ist zwar sehr kreativ, aber nicht sehr leistungsfähig. Es kann ungefähr 50 Rechnungen pro Sekunde machen. Und diese 50 Rechnungen, die sind Ihnen völlig bewusst, die haben Sie völlig unter Kontrolle. Das sind sämtliche bewussten Gedanken, die Sie denken. Und dann gibt es dieses zweite Routinehirn, das statt 50 Rechnungen pro Sekunde 10 Millionen Rechnungen pro Sekunde macht, die Sie sich alle niemals werden bewusst machen können.
200.000-fache Rechenleistung ihres unterbewussten Hirnes. Mit diesen Hirnen sind wir alle ausgestattet und damit müssen wir leben. Also sich herbeizuwünschen, was es nicht gibt, macht keinen Sinn. Und diese zwei Hirne sind in unserem Kopf natürlich drin und die sind sich manchmal einig, aber nicht immer. Ja, und was ist, wenn sie sich nicht einig sind? Welcher wird sich immer durchsetzen? Es ist ganz klar, dass unsere Routinen, unsere Gewohnheiten, unsere Paradigmen unglaublich mächtig sind. Deswegen sprechen Verhaltensforscher sehr oft, machen den Vergleich vom Hirn mit dem Reiter und seinem Elefant. Und der Reiter obendrauf, der versucht, den mächtigen Elefanten, der als Arbeitstier sehr hilfreich ist, unter Kontrolle zu kriegen. Wer weiß, unter Umständen ist der Elefant natürlich der, der der Mächtigere ist. Ja. Und das Interessante, das muss man wissen, alle unsere Gewohnheiten, und die Gewohnheit der Organisation, die Kultur, alles ist in diesen unterbewussten Elefanten gespeichert. Das heißt, wie viel können Sie denn überhaupt tun, wenn Sie den Leuten einfach nur zureden? Wie viel können Sie da überhaupt verändern in diesen Unterbewussten? Das kann nicht funktionieren. So, dass dieser Elefant mächtig ist, kann man auch an einem kleinen Experiment testen. Viele kennen dieses Experiment schon. Dürfte ich Sie bitten, kurz Ihre Arme zu kreuzen? Bitte, ganz kurz. Alle kurz Ihre Arme. Viele kennen das Experiment schon. Ist, glaube ich, für viele nicht neu. So, und dann hätte ich die Bitte, dass Sie jetzt bitte nur den unteren Arm rausziehen, über den oberen Arm drauflegen und dann in die Lücke reingehen, die gerade entstanden ist, sodass Ihre Arme jetzt falsch rumgekreuzt sind. Okay? So, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Sie werden sagen, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ja, Ihr Elefant, da haben Sie ihn. Der will nicht. Sobald Sie können, werden Sie auf die ursprüngliche Position zurückkehren. Ja? Dieser innere Widerstand, den Sie jetzt gerade dafür spüren, stellen Sie sich vor in einer Organisation, wo Hunderte und Tausende und Zehntausende Leute eben diesen Widerstand im Kopf so mittragen. Dem muss man gerecht werden. Ja? Und jetzt nehmen wir mal an, Sie wollten tatsächlich aus irgendwelchen Gründen diese neue Position in diesen unterbewussten Elefanten einprogrammieren. Wie auch immer, was müssten Sie tun? Es gibt keine Alternative dazu. Gewohnheitsveränderung geht nur ausschließlich durch Übung. Es wird nicht anders gehen. Wir brauchen Routinen, um irgendwas zu meistern, egal was Sie meistern wollen. Sie werden üben müssen. Und wer nicht übt, wird nie Meister. Das heißt, wir brauchen eine Routine. Und das wäre natürlich eine ziemlich bescheuerte Routine, aber die könnten Sie üben und irgendwann mal würden Sie Ihre Arme andersrum kreuzen. Also Routinen oder Kata. Kata. Was sind Kata? Kata sind Lernroutinen, die mit diesem kleinen Hirn ganz bewusst geübt werden, um neue Denk- und Handlungsweise zu entwickeln, bis sie reflexartig abrufbare, unterbewusste Gewohnheiten geworden sind, die völlig automatisch in Fleisch und Blut übergegangen sind und dann auch sehr automatisch dann abgerufen werden können. Das Wort Kata ist ein japanisches Wort, klar, also einige von Ihnen kennen das aus den Kampfkünsten. Interessanterweise in den letzten circa 10 Jahren wird das Wort Kata immer mehr im Kontext von Management verwendet. Also Kata ist, oder Routinen, Lernroutinen sind jedem Musiker, jedem Sportler absolut vertraut. Ja, aber jetzt im Management, ja warum soll man Management nicht üben? Ja. Also, und da ist, wo wir jetzt immer mehr die Notwendigkeit dieses Übens, ja, wissenschaftliches Denken, was auf der einen Seite mit unseren Illusionen absolut klar und notwendig ist, und dann die Fähigkeit auch des Coaching auch nochmal in unseren Organisationen dann auch hineinzubringen, eben auch durch Übung. Ja. So, und damit wäre ich bei der zweiten Frage angekommen. Wie können wir mit Hilfe einer konkreten Kata, die Verbesserungskata, eine wahre starke Innovationskultur in unseren Organisationen entwickeln. Und wir brauchen Innovation, ich glaube, das haben Sie gesehen, wenn wir sie nicht machen, machen sie andere. Innovation ist aber schwer. Visionäre werden sehr oft verspottet. Es ist nicht leicht, Visionär zu sein. Als Henry Ford damals anfing, er wurde verspottet, er wurde belächelt. Was glauben Sie denn? Jeder kennt die Geschichte von Steve Jobs und seinen iPhone. Wie haben Nokia und Ericsson und BlackBerry reagiert, als Steve Jobs sagte, ich baue jetzt auch ein iPhone. Die haben ihn auch belächelt. Ja, dumm gelaufen für die. Ne? Innovation ist nicht einfach. Ich habe mal so einen kleinen Test entwickelt, um das mal bewusst zu machen, mit welchen Schwierigkeiten wir uns einfach auseinandersetzen müssen, wenn wir wirklich innovativ sein wollen. Weil manchmal reicht diese inkrementelle Verbesserung, die wir vorhin gesehen haben, einfach nicht mehr aus. So, ein paar Fragen. 4 Fragen sind es. Und Sie müssen diese 4 Fragen alle mit Nein beantworten. Sie müssen mit Nein beantwortet werden, wenn Sie sich sicher sein wollen, dass Sie an einer wahren, nicht an einer scheinbaren Innovation arbeiten. So, unterstützt die Mehrheit Ihr Vorhaben? Nein.
Nein, wenn die Mehrheit ihr Vorhaben unterstützt, dann ist es nichts Neues mehr. Die Mehrheit hat sich schon dran gewöhnt. Funktioniert es bereits? Nein, es ist doch nur eine Idee. Es ist vielleicht eine Vision. Würde es funktionieren, dann hätten wir es natürlich auch schon, dann würden wir nicht über was Neues sprechen. Wissen Sie schon, wie es funktionieren wird? Nein. Wie soll ich das denn wissen? Ich habe eine vage Idee. Ich habe vielleicht eine erste Prototypen gebaut, Skizzen. Ja? Können Sie beweisen, dass es funktionieren wird? Natürlich nicht. Ja? Stellen Sie sich vor, die Antworten auf diese Fragen wären alle ja. Ja, dann wäre die Idee offensichtlich. Sie wäre für alle offen, klar. Sie wäre natürlich in Kultur, in Gewohnheit übergegangen. Sie wäre keine Innovation mehr. Sie wäre nichts mehr, sie wäre Teil des Mainstreams. Sie würde kein Alleinstellungsmerkmal ihrer Firma mehr darstellen. Ja, es wäre für alle klar geworden. Und das ist nicht Innovation. Ja. So, aber wir haben nun mal unsere Organisationen, wir haben diese Elefanten und in unseren Organisationen haben wir nicht einen, wir haben ganz viele Elefanten, ja, und die sind alle irgendwo ausgerichtet, wir müssen uns ja irgendwo in eine Richtung ausrichten in unserer Organisation und deswegen muss man einfach wissen, wer Innovation machen will, der muss sich darüber bewusst sein, dass er allein sein wird. Die ganzen Elefanten werden nicht Hurra schreien, die werden ihnen mit Fragezeichen begegnen, ja, und deswegen ist es auch so, dass so viele Visionen tatsächlich Visionen bleiben. Weil wir eine gewisse Kultur brauchen, so ein bisschen wie in den Startups, in der ständige Veränderung, in der ständige Adaption, in der wir alles hinterfragen, als Selbstverständlichkeit gelebt wird. Und genau da ist, wo wir eben mit Kata arbeiten. Kata, die Verbesserungskata. Was ist die Verbesserungskata? Das ist Fitness. Fitness für Ihre Organisation, Fitnesstraining für die Adaptabilität Ihrer Organisation. Das ist eine Routine, die wir üben können, die dazu dient, wissenschaftlich zu arbeiten, also Wissen zu schaffen, welches wir noch nicht haben, um neue Fähigkeiten zu entwickeln und Kompetenzen, die wir brauchen, aber eben noch nicht haben. So, das läuft immer gleich ab. Das Erste, was wir machen, wir beschreiben unsere aktuellen Fähigkeiten, Kernkompetenzen, was wir wissen. In der Regel, natürlich haben wir alle einen Horizont, das ist unsere Wissensgrenze. Und innerhalb dieser Wissensgrenze ist logischerweise unsere Komfortzone, da kennen wir uns aus, da haben wir auch schon die Antworten auf die meisten Fragen. Wir können dann ohne viel Lernen im Grunde auch Probleme lösen. Deswegen als Fitnesstraining regelmäßig raus aus dieser Komfortzone, raus aus dieser eigenen Wissensgrenze. Und dafür beschreiben wir zusätzlich zu dem, was wir bereits wissen und bereits können, das, was wir gerne können wollten und was wir dafür werden lernen müssen. Das tun wir, indem wir Zielzustände beschreiben, ganz bewusst, möglichst weit außerhalb der Wissensgrenze. Diese Zielzustände sind Lernaufgaben, die uns zwingen zu lernen, Dinge, die wir nicht wissen. Es muss ein Zwang da sein, es muss eine wiederkehrende Routine, sonst schläft die Organisation ein. Es ist Fitnesstraining. So, damit solche Zielzustände funktionieren, müssen Sie vier Voraussetzungen erfüllen. Als Erstes, Sie müssen herausfordernd sein. Sonst wird die intrinsische Motivation, der Spieltrieb, dieser Flow-Zustand im Hirn, wenn wir ein Hobby ausführen, nicht ausgelöst. Sehr wichtig. Wenn Sie Kreativität üben wollen, Kreativität bedeutet Lösungen kreieren. Das heißt, die Zielzustände müssen lösungsfrei sein, damit die Leute die Lösung entwickeln. Unglaublich schwer für viele Führungskräfte, lösungsfrei zu führen. Wir sind alle Spezialisten und sagen immer, das ist, was ich dir vorschlage und geben Lösungen. Das braucht so viel Training. Ja? Natürlich wollen wir die Leute nicht herausfordern und frustrieren. Wir wollen ihnen Aufgaben geben, die lösbar sind. Und weil es wirklich innovativ ist, wirklich neu, sollte es über den Stand der Technik hinausgehen. Sprich, die Lösung sollte wirklich auch jedem unbekannt sein. So, wenn Sie eine solche Frage definieren und Sie haben sie richtig definiert, muss eine Reaktion kommen und der diesen Zielzustand bekommt, der muss ungefähr so reagieren und sagen, ja und Chef, und wie zum Teufel soll das denn bitte schön funktionieren? Wenn die Reaktion nicht kommt, dann haben wir das nicht sauber definiert. Ein solcher Zielzustand muss ganz viele Fragen aufwerfen, auf die wir noch keine Antworten haben. Lernen ist das Beantworten von Fragen und beginnt mit Fragen, nicht mit Antworten. Das heißt, wenn ich mir der Fragen nicht bewusst bin, wie soll ich bitte schön dafür eine Antwort finden? So, wenn ich jetzt diese vielen Fragen anfange zu sehen, kann ich mich wissenschaftlich, zielgerichtet, experimentell, Schritt für Schritt dahin bewegen über diesen nicht vorhersehbaren Lernweg. So, diese Routine müssen wir üben, 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 üben und sie fällt uns schwer. Und warum fällt sie uns schwer? Eins der vielen Dinge, die uns schwerfallen, ist experimentelles Vorgehen. Was Sie vorhin bei SpaceX gesehen, diese Selbstverständlichkeit, Raketen werden explodieren am Anfang, völlig klar. So, damit ein Experiment wissenschaftlich ist, muss natürlich ein Problem und das Ziel, die müssen beide klar sein.
Also wir wollen zielgerichtet, problemorientiert arbeiten. Wissenschaftlich experimentelles Vorgehen setzt eine Hypothese voraus. Wir wollen kein Trial and Error machen. Ausprobieren ohne Hypothese. Auch da vergessen schon sehr viele, das sauber zu machen. So, und jetzt kommt's. Und da ist, wo diese kulturelle Barriere sehr oft uns im Weg steht. Damit ein Experiment wissenschaftlich ist, muss das Ergebnis offen sein. Ich darf das Ergebnis nicht vorwegnehmen können, sonst schaffe ich kein neues Wissen. Das heißt, es muss die Möglichkeit bestehen, dass es negativ verläuft. So, jetzt stellen Sie sich vor, wie viele von Ihnen würden Hurra schreien, wenn ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt und sagt, Chef, ich würde gerne was ausprobieren, ich gehe davon aus, es könnte schief laufen. Hand aufs Herz, wie viele von Ihnen würden sagen, super, leg los. Ja? So, es kommt aber noch schlimmer, wenn Sie wirklich lernen wollen, wir müssen wissen, wir lernen nur, wenn unsere Hypothesen widerlegt werden, wenn sie bestätigt sind, kriegen wir unser bestehendes Wissen bestätigt. Das heißt, nur durch widerlegte Hypothesen lernen wir. So, jetzt stellen Sie sich vor, der Mitarbeiter kommt zu Ihnen und sagt, Chef, ich würde gerne was ausprobieren. Ich hoffe sogar, dass es schief läuft, damit wir viel lernen können. So, wie würden die meisten Leute jetzt reagieren? Merken Sie was? Wissenschaftliches, experimentelles, innovatives Vorgehen ist uns nicht so vertraut, wie wir glauben. Deswegen machen wir Lean als inkrementelle, kleine Übung. Ja? Und wundern uns die ganze Zeit, wieso Toyota das so anders macht oder andere Unternehmen. Ja. So, und damit wäre ich angekommen bei meiner dritten Frage, wo ich eigentlich hinkommen möchte immer, und das ist die Aufgabe der Führungskräfte. Wir hier im Raum, Sie, ich. Ja. Was ist die neue Rolle, die für uns als Führungskräfte, als Coaches resultiert, wenn wir diese Systematik der Verbesserungskarte in unsere Organisationen hineintragen wollen? Wenn wir uns nicht verändern, warum soll sich die Organisation, die uns folgt, verändern? Ein sehr schönes, eine schöne Erklärung des Management-Systems von Toyota hat der Herr Cho vor einigen Jahren gegeben. Viele kennen das Beispiel schon. Und er sagte folgendes, ja, die meisten Automobilisten bauen gute Autos. Ja, wir bauen gute Leute und die bauen gute Autos. Stellen Sie sich dieses Selbstverständnis von Führung vor. Es ist ein ganz anderes Rollenverständnis. Meine Aufgabe ist es nicht, Autos zu bauen, Flugzeuge zu bauen, Computer, Turbinen, was auch immer. Nein, ich baue Leute. Ja. So, wo stehen wir aktuell? Aktuell haben wir meistens Experten, die durch regelmäßigen Workshops Verbesserungen machen. Die bilden sowas wie eine kleine Elite in unserer Organisation und sofort werden sie damit zum Engpass. Wenn Sie nur wenige Experten Verbesserungen machen lassen, die dann den Leuten sagen, was zu tun ist, haben Sie automatisch einen Engpass generiert und natürlich sind die Leute nicht beteiligt. Und deswegen, was wir wollen, selbstverständliches, tägliches Verbessern. Und dafür, auf den Trick bin ich erst sehr spät gekommen, dass man grundsätzlich Verbesserung immer auf der tiefstmöglichen Ebene der Organisation stattfinden lassen muss. Ich bin immer wieder erstaunt in so vielen Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, wie viele Probleme bis zum Werkleiter hoch eskaliert werden. Probleme, wo ich mich frage, was hat denn dieses Thema bitte schon beim Werkleiter verloren? Ja, das heißt, die ganze Organisation unten drunter hat versagt. Ja, und das sieht man sehr oft. Das heißt, diese systematische Delegation nach unten von Verbesserungsaktivitäten. Eine Sache, die natürlich passiert, Sie sind näher am Problem, Sie sind näher an der Ursache. Die Anzahl Hirne wächst geometrisch. Ja. Und natürlich kriegen Sie da eine andere Dynamik. Somit aber, die ehemaligen Experten sind arbeitslos. Was sollen sie dann tun? Ja, natürlich, die Coaches verbessern die Verbesserer. Das ist die Rolle des Coaches. So, wenn wir wollen, dass der Coach in der Systematik der Kata coacht, dann ist es klar, dass der Coach sich natürlich an eben die Fragetechnik erhalten muss, die eben die Verbesserungskata zustande bringt. Und deswegen, weil wir die Verbesserungskata auch trainieren wollen, verwenden wir 5 Fragen, die genau der gleichen Struktur folgen. Von Anfang an müssen immer Ist- und Zielzustand klar sein. Deswegen die ersten 2 Fragen, die wir immer stellen, das ist eine Routine, die wir üben können. Was ist der Zielzustand deines Prozesses? Und die 2. Frage, was ist der aktuelle Ist-Zustand deines Prozesses? Wo bist du? Wo willst du hin? Es gibt die 3. Frage, die ganz vielen Probleme adressiert, die wir angehen wollen. Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, deinen Zielzustand zu erreichen? Welches eine davon gehst du als nächstes an, um dann daraufhin auf dieses Problem hin einen Lösungsvorschlag zu machen in einem nächsten experimentellen Schritt? Was ist deshalb dein nächster Schritt bzw. Experiment und was erwartest du daraus zu lernen, was dann einer Hypothese entspricht? Ja, und dann trifft man sich, man macht einen Termin aus, um das dann in dieser Iterationsschleife zu bringen.
So, die Anwendung der Kata führt automatisch dazu, dass vier Rollen entstehen. Und das Verständnis der vier Rollen ist sehr wichtig und eine Vermischung der vier Rollen sehr gefährlich. Sie haben natürlich in der ersten Rolle immer den Mitarbeiter im Prozess und der ist mit seiner Arbeit erstmal voll. Das heißt, Sie haben eine zweite Rolle. Das ist die Rolle des Verbesserers. Und der Verbesserer, der sich da fit halten muss in der Technik des Innovativseins, der verwendet die Verbesserungskata. An dritter Stelle ist der Coach. Der Coach hat eben diesen Verbesserer verbessert, eben mit Hilfe der Coaching-Kata. Und an vierter Stelle gibt es den Coach vom Coach, weil Coaches müssen auch gecoacht werden, damit sie stets besser coachen können. Ja? So, und das Ganze kann man dann auch erweitern. Ja? Hier ein typisches Beispiel, das ist bei der Firma Ihlemann in Braunschweig. Irgendwo muss der Herr Richter hier sitzen. Er kennt seine Leute, ja? Die Firma Ihlemann macht schon lang. Morgen, Herr Richter, sind Sie dran, ne? Also Herr Richter wird einiges erzählen, da freue ich mich schon sehr. So, Beispiel, wie läuft so ein Coaching-Gespräch ab? Die Struktur ist immer dieselbe. Was ist der Zielzustand deines Prozesses? Ja, der Zielzustand ist es, mit 500 Platinen pro Schicht mit 3 Mitarbeiter zu montieren. Okay. Was ist der aktuelle Ist-Zustand deines Prozesses? Sagt der Menti, ja, der aktuelle Ist-Zustand ist, dass wir 4 Mitarbeiter benötigen, um 400 Platinen pro Schicht zu montieren. Okay. Ja, welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, deinen Zielzustand zu erreichen? Und welches eine dieser Hindernisse gehst du als nächstes an? Du, wir haben Schwierigkeiten mit der Qualität, der Ergonomie, wir haben 2 Engpassstationen. Als nächstes würde ich gerne die Zykluszeit der Presse angehen wollen. Okay, wunderbar. Was ist deshalb dein nächster Schritt? Was erwartest du daraus zu lernen? Im nächsten Schritt möchte ich mit unterschiedlichen Luftdrücken und Geschwindigkeiten pressen. Ich erwarte dadurch, eine Kombination zu finden, die mir ermöglicht, da 2 Sekunden pro Zyklus sparen zu können. Okay, bis wann können wir uns ansehen, was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? Ich denke, morgen um 10 sollte ich erst Ergebnisse haben und sie dir auch zeigen können. Super, dann morgen um 10 bin ich wieder da. Das ist ein sehr einfaches Coaching-Gespräch. Ja, natürlich kann man das erweitern. Wo kann man das erweitern? Ja, Katas sind fraktal auf die gesamte Organisation. Es gibt diese wissenschaftliche Systematik. Sagen Sie mir bitte, an welcher Stelle der Organisation glauben Sie, ist es in Ordnung, nicht zielgerichtet zu arbeiten? Sagen Sie mir, an welcher Stelle der Organisation dürfen die Leute annehmen, dass sie schon alles wüssten? Es gibt keine Stelle in der Organisation, in der wir nicht wissenschaftlich agieren sollten. Das ist ein Bild aufgenommen in einer realen Firma, wo tatsächlich von der Werkstatt bis hin zum Geschäftsführer Coaching-Kaskaden dann geführt werden. Also das sind natürlich ganz andere Themen, wie jetzt, was wir im Beispiel da gesehen haben. Und diese Coaching-Kaskaden, die bauen wir dann so auf. Also da entsteht dann sieht man das, diesen Rollenwechsel von Coach zu Mentee. Ne? Man wechselt die Rolle in der Kaskade. Und was dann sehr interessant ist, ist diese Fraktalität von Kata, wo man dann irgendwann mal mit Kata anfängt zu lernen, wir lernen und verbessern. Also eine wahre lernende Organisation beginnt zu entstehen. Das kann man auch weiter auf Projektmanagement zum Beispiel. Projektmanagement, da experimentieren wir gerade mit größeren Coaching, Kata-Coaching-Wände, um größere Teams zu koordinieren. 1:1 Coaching ist einfach. Aber wenn Sie ganz große Projekte, lassen Sie uns mal so eine Rakete bauen, die rückwärts landen kann, das sind tausende Leute. Und wenn es da nicht effizient geht, kriegen Sie so einen Evolutionsprozess in 2 Jahren niemals hin. Ja? Und Sie wollen natürlich Ihre Leute begeistern. Und im Projektmanagement wollen Sie natürlich viel Information sehr schnell verfügbar haben. Und deswegen auch hier die Systematik, ja, dass wir sehr schnell alle Informationen verfügbar haben, die typisch im Projektmanagement sind. Ja? Wie viele Coaches habe ich auf jeder Ebene? Welcher Coach coacht welchen Mentee zu welchen Themen? Welche Ziele hat wer auf welcher Ebene? Welche Projektbausteine müssen bis wann erledigt sein? Wann findet das Coaching täglich statt, wann nicht, wo schwächelt das Coaching an sich? Welcher Schritt hat dieser Mentee heute geplant? Was hat der Mentee aus dem letzten Schritt gelernt? Wo reicht die Kapazität nicht aus? Wo läuft das Projekt Gefahr, aus dem Ruder zu laufen? Wo fallen wir im Zeitplan zurück? Wo müssen wir eskalieren, Ressourcen und Unterstützung anbieten? Und das Ganze wird dann immer weiter trainiert, damit Sie ein Hochgeschwindigkeitsmanagement haben können, in der Informationen sofort von A nach B gebracht werden können. Und das machen wir dann, indem wir die horizontale Kommunikation sehr bewusst trainieren, damit sehr, sehr schnell beim Hocheskalieren eines Problems die geballte Kompetenz am Ort des Problems dann auch hingeführt werden kann, um innerhalb, wenn es geht, von wenigen Stunden, nicht Tagen, Wochen, was sehr frustrierend ist, auch diese Probleme lösen zu können, damit es weitergehen kann. Also Projektmanagement mit Kata ist eine ziemlich
Interessante Sache, also das kann ich wirklich nur empfehlen, das mal zu erleben, das ist wirklich gigantisch. Wenn Sie dazu mehr sehen wollen, ein Beispiel, das ist ein Video im Internet, was ich Ihnen nur empfehlen kann, am vierten Katapraktikertag hat Daniel Plöger von Phoenix Contact vorgetragen, das war so ein Beispiel eines Projektes, was wir da mal gemacht haben, da ging es darum, die Durchlaufzeit eines Wertstromes von 60 Tagen auf 15 zu reduzieren. Minuten, was haben Sie denn gedacht? 15 Minuten. Von 60 Tagen auf 15 Tage ist doch keine Innovation. Von 60 Tagen auf 15 Minuten runterzugehen. Da müssen Sie Rüstzeiten von 140 Minuten oder sowas komplett eliminieren. Da müssen Sie natürlich eine ganze Menge Dinge ganz radikal verändern. Das Projekt hatte eine Projektdurchlaufzeit von 6 Monaten und wurde auf den Tag genau pünktlich abgeschlossen. Ja. Und das sind dann Dinge, die dann natürlich die Leute sehr, sehr schnell auch überzeugen und natürlich eine unglaubliche Ausstrahlungskraft haben innerhalb einer Organisation dann. Das Thema voranzutreiben. Ja. So, für diejenigen, die ich vielleicht ein bisschen neugierig gemacht habe für die ganze Thematik, wie könnten Sie denn anfangen, so eine wissenschaftlich lernende Organisation aufzubauen? Bitte tun Sie sich einen Gefallen, fangen Sie an der richtigen Stelle an. Und die richtige Stelle ist ausschließlich das Entwickeln guter Coaches. Alles andere kann erst danach kommen. Die Lean-Tools und alles kommt danach. Wenn wir nicht verstehen, wozu das da ist, diese Lean, diese Coaches sind alles das Erste. Und ich meine die Führungskräfte, nicht Coaches außerhalb der Führungshierarchie. Die Führungskräfte zu Coaches zu entwickeln. Bitte alles andere haben wir schon ausprobiert. Und wir müssen üben. Und wir müssen auch sicherstellen, dass wir richtig üben. Und keiner ist so gut, dass er auf Übung und Coaching verzichten könnte. Ja, selbst Tiger Woods in seinen besten Jahren wäre niemals auf die Idee gekommen, auf seinen Coach zu verzichten. Ja. So das Problem damit ist, wenn Sie üben wollen und Sie brauchen Unterstützung, gute Kata-Coaches sind knapp. Deswegen, was ist die Empfehlung, wie kann man solche Coaches entwickeln in einer Organisation, die noch keine hat? Und die beste Variante, die wir bis jetzt kennen, oder eine der besten, ja, die ich zumindest immer empfehle, ist es in Lerngruppen zu machen von 4 Personen, die im Kreis rum sich gegenseitig coachen. Also jeden Tag 4 Coaching-Gespräche im Kreis rum. Sie wechseln die Rollen durch. Ja, das gibt einen gewissen Aufwand natürlich, aber für nichts gibt es nichts. Man muss da üben, bis Sie Ihren Elefanten umprogrammiert haben in diese Systematik. Das braucht gewisse Zeit. Wenn Sie diese Zeit nicht investieren, es wird Sie nur noch mehr Zeit und Geld kosten. Ja, also bitte, meine Empfehlung, überspringen Sie diese Übungsphase bitte, bitte nicht und machen Sie es sorgfältig. Wie laufen diese Coaching-Gespräche ab? Natürlich gibt es nach den Coaching-Gesprächen Feedbacks durch die Coaches, typisches Feedback. Ja. Ich glaube, dass es deinem Menti zu früh ermöglicht hast, eine Lösung vorzuschlagen. Ich habe den Eindruck, dass die Ursache des Problems noch nicht verstanden wurde. Ich würde dir empfehlen, im nächsten Coaching-Gespräch das so und so zu machen. Ein anderes Feedback. Wenn ich richtig sehe, dann beinhaltet der nächste Schritt keine widerlegbare Hypothese. Meine Empfehlung wäre, so in etwa kann man sich das vorstellen. Und gemeinsam lernen diese 4 immer besser und besser und besser zu coachen. So, wer sind die Mitglieder solcher Lerngruppen? Alle Führungskräfte, alle. Von der 2. Führungskräfte-Ebene aufwärts, alle. Darf der Chef ganz oben sich rausnehmen? 2-mal dürfen Sie raten. Genau genommen, es ist top-down. Ja, ich kann doch nicht selber was machen, wenn mein Chef oben über mich die Dinge anders macht. Ja, also in allen Organisationen, ich freue mich so sehr, Herr Reiche wird gleich nach mir präsentieren, der Werkleiter, ne, und er entscheidet sich und sagt, ich fange an. Ja, und er sieht es als seine Verantwortung anzufangen. Es kann nicht anders funktionieren. Ja. Und übrigens bitte nicht die Handschuhe einführen, bevor Sie auch hier dieses Training nicht abgeschlossen haben, weil erst diese trainierten Coaches werden dann Ihre Verbesserer natürlich entwickeln. Ja. So, wenn Sie eine Organisation haben mit, was weiß ich, 500 Mitarbeitern oder sowas, dann haben Sie locker 20 Leute, die da trainieren, in 5 Lerngruppen als Beispiel, dann ist es natürlich sehr ratsam, davor mit so einer Koordinationsgruppe anzufangen, die das Ganze dann auch koordiniert. Also der Anfang ist immer eine kleine Gruppe mit irgendeinem Top-Manager, der das dann selber übt, um es dann später vorsichtig dann in die Organisation hineinzutragen. Ja, kein klassisches Rollout, schnell, schnell. Geht leider nicht. Ja. So, und damit wäre ich auch am Ende meiner Präsentation angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die noch nicht dabei sind, die werden zum Glück immer weniger, dass ich sie auch ein bisschen motiviert habe. Es gibt immer mehr Firmen, die Kata machen, weil Kata wirklich funktioniert und einfach wirklich Spaß macht. Es ist einfach eine coole Sache zu machen. Ja.
Und ich würde dann auch gerne abschließen wollen mit einer letzten Frage, ja, an Sie, ja, rhetorisch. Welche Kultur wollen Sie zusammen mit Ihren Mitmenschen entwickeln, um gemeinsam und mit Enthusiasmus die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, erfolgreich natürlich, positiv zu meistern? Ja. Vielen, vielen Dank.